Switches sind die Kommunikationsexperten in unseren Netzwerken. Sie leiten Daten intelligent zu ihrem Ziel, auf allen Kommunikationsebenen, von der OT, Operational Technology, und der IIT, Industrial IT, bis hin zur IT. Doch wie funktionieren sie genau und was leisten sie tatsächlich? Schauen wir mal auf die OT-Ebene ins Feldbussystem Profibus. Hier werden leistungsstarke Infrastrukturkomponenten wie Switches noch nicht gebraucht, weil Master und Slaves nur aufeinanderfolgend nach dem Frage-Antwort-Prinzip kommunizieren. Im Straßenverkehr würde das bedeuten, dass zwischen Produktionsbetrieb und Zulieferer immer nur ein Fahrzeug in eine Richtung fahren kann. In Ethernet-basierten Systemen wie Profinet gibt es eine Hin- und Rückfahrspur. Telegramme verkehren hier nicht nur zwischen Controller und Devices, beziehungsweise in der IT zwischen Server und Clients, sondern Devices kommunizieren auch untereinander am Controller vorbei. Hier sind Switches so wichtig wie Ampelkreuzungen im Straßenverkehr. Der moderne Switch ist mit einem Logistikzentrum vergleichbar. Wie Pakete an einer Laderampe werden Telegramme über sogenannte Ports empfangen und versendet. Mit einem 8-Port-Switch können 8 Datenverbindungen zu Geräten oder weiteren Switches aufgebaut werden. Ein Port arbeitet im Geschwindigkeitsmodus Gigabit, 100 Megabit oder 10 Megabit. Das ist zum einen abhängig von der Art der Datenleitung, also ob es sich um eine Autobahn oder eine Landstraße handelt, und zum anderen von der Beschaffenheit des Kabels. Ein Fahrzeug muss zum Beispiel auf einer Straße mit Schlaglöchern langsamer fahren. Auch die Betriebsart eines Ports ist von diesen beiden Faktoren abhängig. Wird der schnellere, sogenannte Full-Duplex-Modus genutzt, können Telegramme gleichzeitig gesendet und empfangen werden. Gibt es jedoch Probleme auf einer der Datenleitungen, wechselt der betroffene Port automatisch in den Half-Duplex-Modus, der nur eines parallel unterstützt: Senden oder Empfangen. Das verzögert die Datenverarbeitung am Port enorm. Ist die Datenleitung wieder voll funktionsfähig, wird automatisch in die schnellstmöglichen Übertragungsmodi zurückgewechselt. Dieses Verhalten nennt sich Auto-Negotiation. Ein Kriterium für einen guten Switch ist sein Speichervermögen. Dieser Speicher wird für Warteschlangen im Ein- und Auslagerbereich, die sogenannten Input-Queues und Output-Queues gebraucht, aber auch für ein Zwischenlager, der sogenannte Wechselspeicher. Begleiten wir mal ein Telegramm auf seinem Weg durch diese Speicher und durch den Switch. Ein ankommendes Telegramm gelangt zuerst in die Input-Queue. Im Store- und Forward-Modus wird es auf Fehler zum Beispiel in der Checksumme kontrolliert und gegebenenfalls gelöscht. Sofort wird anhand der MAC-Adresse ausgelesen, zu welchem Port es geleitet werden soll. Es gelangt nun in den Wechselspeicher, wo es sortiert und zwischengelagert wird. Schließlich wird es wieder ausgelagert nach dem First-In-First-Out-Verfahren und in die entsprechende Output-Queue weitergeleitet. Switches arbeiten häufig im Store- und Forward-Modus. Jedoch gibt es auch Cut-Through-Switche, die Telegramme ohne Fehlerprüfung direkt von der Input-Queue in die Output-Queue verschieben. Das verkürzt zwar die Durchlaufzeit, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, dass fehlerhafte Telegramme weitergeleitet werden. Aber auch ein Cut-Through-Switch wechselt automatisch in den Store- und Forward-Modus, wenn sich die Auslastung der Output-Queue stark erhöht, um Datenverluste zu vermeiden. Mit TSN werden die Durchlaufzeiten noch weiter minimiert und ein Rückfall in den Store- und Forward-Modus ist nicht mehr nötig, weil Kapazitäten in den Queues reserviert werden. Queues können statisch oder dynamisch betrieben werden. Im dynamischen Modus wird der Speicherplatz einer wenig ausgelasteten Output-Queue ganz einfach für den Telegrammversand an einem anderen Port benutzt. Moderne Switches verfügen über einen Priorisierungsmechanismus. Damit kann besonders zeitkritischen Paketen wie Profinet-Telegrammen in der OT oder Voice-over-IP in der IT stets Vorfahrt im Netzwerk gewährt werden. Azyklische große Datenpakete, die die Leitungen längere Zeit stark belasten, müssen warten. Ein guter Switch verfügt dafür über mehrere Output-Queues pro Port und hat deutlich mehr Speicherplatz. Jeder Switch zählt die ankommenden und abgehenden Telegramme, doch nur ein guter Switch errechnet daraus automatisch die Auslastung in Prozent und zeigt Spitzenlasten aufgeschlüsselt im Millisekundenbereich. Switches können hohen Auslastungen standhalten. Diese Leistungsstärke wird im Profinetz mit der sogenannten Netload Class ausgedrückt, wobei Stufe 3 die höchste ist.
Im IIT- und im IT-Bereich wird die Leistungsstärke eines Switches durch die Switching-Kapazität, wie schnell er ein- und auslagern kann, den Switching-Memory, wie viel Speicherplatz er hat, und den Switching-Speed, wie schnell er arbeitet, definiert. Häufig werden Telegramme von mehreren Input-Queues fast ausschließlich zu einem Port geleitet, zum Beispiel zum Backbone oder zum Controller. So kann dessen Output-Queue volllaufen und alle neu ankommenden Telegramme gehen verloren. Diese sogenannten Discards sind ein sicherer Vorbote für eine instabile Kommunikation. Im Maschinen- und Anlagenbau entstehen auf den Schirmen der Datenleitungen immer wieder ungewollte Ableitströme, vergleichbar mit einem Gewitter. Sie belasten den Telegrammverkehr. Ein guter Switch hält diesen EMV-Einflüssen stand, überwacht sie und meldet steigende Belastung. Sollen all diese beschriebenen Betriebsparameter nicht nur erfasst, sondern auch nach außen für Analysen bereitgestellt werden, ist ein Managed Switch unerlässlich. Nur so lassen sich kritische Zustände rechtzeitig vor einem Ausfall beheben. Ein guter Switch verfügt hierfür über einen SNMP-Zugriff, ein Webinterface und eine Onboard-Netzwerkdiagnose. Diese Daten sind zudem Grundlage für Diagnose und Wartung, auch über weite Distanzen hinweg, dank Remote Access. Switches sollten über einen sogenannten Mirrorport verfügen, wenn einmal eine Telegrammanalyse notwendig ist. Er spiegelt die Telegramme eines Ports als eine 1:1-Kopie auf einen weiteren freien Port. Ein guter Managed Switch liefert stets die nötigen Daten für eine Netzwerküberwachung und einen aktuellen Topologieplan an die dafür vorgesehene Management-Software. Der sichere Weg in die Zukunft führt also über einen leistungsstarken Managed Switch, der Ihre Instandhaltung planbar und den Anlagenbetrieb langfristig stabil macht. Die Switches der ProMesh-Reihe von Indusol machen genau das möglich. Nun liegt es an Ihnen. Eine intelligente Wahl in Sachen Switch entscheidet jetzt, ob Sie die Oberhand über Ihr Netzwerk haben oder Ihr Netzwerk die Oberhand über Sie.